So, da haben wir jetzt eine leere Dose. Tja, egal für was man sie benutzen will, eines ist immer störend, dieser scharfe Rand. Man kann natürlich einen Sicherheitsdosenöffner benutzen, aber wenn man eine ganz normale Dose hat oder so eine Aufreißdose hat, dann empfehle ich einfach mit einer Zange hier reinzufahren. Bisschen schräg. Und dann den Rand nach oben zu biegen. Es geht ganz einfach. Immer in einem leichten Winkel ansetzen. Und dann nach außen drücken. Dann biegt sich das ganze Blatt nach oben weg. Und man hat einen schönen Rand, an dem man sich dann auch nicht mehr schneiden kann, was ich jetzt hier auf dieser Seite auf keinen Fall versuchen würde. Nun gut, ich gehe jetzt hier gerade noch ein zweites Mal rum und mache noch so die kleinen überstehenden Reste Blatt, aber ja, man sieht ja überall, wo noch so ein bisschen ist, wenn ich hochsteht, einfach ein bisschen flach drücken. Ist soweit fertig. Mit dem Finger entlang fahren. Wenn man noch irgendwo eine scharfe Kante spürt, dann kann man sie noch platt drücken, aber ich spüre hier keine mehr. Ja, und schon habt ihr den Rand einer Dose so, dass man sich nicht mehr schneiden kann. Das Wichtige daran ist, er wird nach oben gebogen. So, denn so fährt man seltener rein als so. Also auch wenn man trinkt und so, egal für was man sie benutzt. Ja, sicher ist sicher. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, vielleicht war es auch hilfreich für euch. Und wenn es so war, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr hilfreiche Videos. Ja, und wenn ihr mir noch weiter aushelfen wollt, dann könnt ihr dieses Video noch mit euren Freunden, Bekannten oder einfach mit den Leuten, von denen ihr glaubt, es könnte sie auch interessieren, teilen. Also dann, bis zum nächsten Mal, hier bei SBC, SB Cinema.